Der ungeschlagene Tabellenzweite Berliner AK zu Gast beim 13., dem FSV Union Fürstenwalde. Für Trainer André Meyer die Rückkehr zu seiner alten Wirkungsstätte. In der Saison 2018-19 startete er hier in seine erste Regionalligasaison. Der BRK kam mit der Empfehlung von 3 Siegen und hatte gleich die erste Torchance. Kakbo lässt klatschen für Elgin Dawi, aber der Winkel ist zu spitz. Erster Torabschluss nach 3 Minuten. Der BRK stand hoch und attackierte früh. Hier die Balleroberung im Mittelfeld und dann geht es blitzschnell. Zu schnell für den FSV Union. Elgin Dawi mit der Führung. 1:0. Hier der tolle Ball in den Lauf von Elgin Dawi. Torhüter Klaassen einen Tick zu spät. Elgin Dawi gedankenschnell und spritzig auf dem Weg zu seinem 3. Saisontreffer. Fürstenwalde versuchte spielerisch von hinten heraus zu kombinieren, hatte aber zu viele Ballverluste im Mittelfeld. Hier wieder ein langer Ball auf Elgin Dawi, aber diesmal bleibt Klaassen Sieger. Der folgende Eckball brachte nichts ein. Fürstenwalde hielt dagegen und zeigte sich kämpferisch. Jetzt mal über die rechte Seite mit Ingo Wunderlich. In der Mitte wartet Eschele und das ist Odua. Bekommt da zu wenig Druck auf den Ball. Erste gute Möglichkeit für die Hausherren. Dann dieser Trikotzupfer von Bakker, der dafür die gelbe Karte erhält. Und wenn Lukas Stagge die Flanken schlägt, dann ist meistens Gefahr in Verzug. Langer Ball auf Zaruba, der Ausgleich. Der 19-jährige Innenverteidiger macht sein allererstes Regionalligator. Hier hält er Oliver Oschkenat auf Distanz und kann frei einköpfen. Pascal Kühn ohne jede Chance. Coach Andreas Langer und sein Co. Tom Noack können aufatmen. Dann dieser unnötige Ballverlust von Kai Michel im Mittelfeld. Keine 2 Minuten nach dem Ausgleich und jetzt geht's wieder schnell. Elgin Dawi mit der erneuten Führung. Saisontor Nummer 4 für den Social Media Star in der 28. Spielminute. Ingo Wunderlich rückt raus, will auf Abseits spielen und Elgin Dawi macht das schulmäßig gegen die Laufrichtung von Torhüter Klaassen in die lange Ecke. Fürstenberg wurde regelrecht zugestellt und kam selten aus der eigenen Hälfte. Dann dieser Zuckerpass auf, Sie ahnen es, Elgin Dawi mit dem Hattrick. Die Märkische Oder-Zeitung hatte geschrieben, es kommt der bekannteste Regionalligaspieler der Welt nach Fürstenwalde. Und was sie vorher nicht wusste, es kam auch ein dreifacher Torschütze. Wieder ein unwiderstehlicher Antritt des schnellen Stürmers. 2 Ballkontakte und drin ist der Ball. Dann war Pause. Andreas Langer und Co. Tom Noack beraten sich. Und klar, es musste etwas passieren. Max, mach dich spielbereit. Max Winter kam für Johann Martinetz und sollte frischen Wind reinbringen. Die erste Chance in der 2. Hälfte hatten aber wieder die Berliner. Das ist Kakbo und wieder steht Elgin Dawi frei vor dem Kasten. Nur 2 Minuten später, der BAK drückt. Wieder über links. Jaima mit der Flanke und Joel Richter. 4:1 in der 48. Spielminute. Der Neuzugang aus Stuttgart mit seinem ersten Saisontreffer. Kai Michel läuft nicht mit nach hinten, deshalb steht Richter völlig blank und kann ungestört einköpfen. Tolle Übersicht auch vom Flankengeber Ritaro Yajima, der eine starke Vorstellung bot. André Meyer nimmt die 4:1 Führung gelassen. Er hatte vor dem Spiel gesagt, sein Team müsse effizienter werden und weniger zulassen. Jetzt mal Fürstenwalde im Vorwärtsgang. Das ist Odua, das macht er toll! Und dann verzieht er deutlich. Eine tolle Möglichkeit in der 58. Minute, um das Spiel noch einmal spannend zu gestalten.
Dann wieder so ein unnötiger Ballverlust im Mittelfeld und Elgin Doi frei vor Klaassen, der mit einem großartigen Reflex unterbricht der geballte Frust über seine Vorderleute aus ihm heraus. So häufig wurde er heute im Stich gelassen. Eine großartige Parade des 20-jährigen Neuzugangs. Das Spiel war zu diesem frühen Zeitpunkt bereits entschieden. Der Gastgeber hatte keine gefährlichen Aktionen mehr. Hier der BRK nochmal mit der Chance für den eingewechselten Ben Meyer. Der BRK schießt sich mit einem 4:1-Sieg bei Union Fürstenwalde an die Tabellenspitze. Aber für Coach André Meyer bestand dennoch Diskussionsbedarf. Ich habe den Jungs klar aufgezeigt, wo unser Entwicklungspotenzial liegt. Also die erste Halbzeit war für alle Beteiligten, denke auch für die Zuschauer, ein schönes Spiel. Wir haben sehr offensiv verteidigt, haben viele gute Spielzüge gehabt, viele Torchancen uns erspielt, noch zu wenig Tore daraus gemacht. Das war okay für die erste Halbzeit. Wir wollten in der zweiten Halbzeit dann ansetzen, wollten ähnliches Spieltempo haben, genauso viele Torchancen und dann aber auch was fürs Ergebnis tun. Das ist uns leider nicht gelungen. Und das habe ich den Jungs halt gesagt, dass es nicht okay war, wie sie miteinander gespielt haben, dass es mehr für die Galerie war und nicht mehr so sachlich und so dominant, wie wir es eigentlich machen wollten. Und das ist aber so ein bisschen den Entwicklungsschritt, den wir gehen wollen, vor allem in Vorbereitung auf die nächsten Aufgaben. Man hat hier den Unterschied zwischen einer unerfahrenen Mannschaft und einer eingespielten Mannschaft gesehen. Das war für uns schon eine Art Lehrstunde, die der BRK uns geliefert hat. Die Aktion des einzelnen Spielers und die Anschlussaktion des einzelnen Spielers war dort eine flüssige Bewegung. Bei uns sind da noch 2 Sekunden Denkpause dazwischen. Das sind die Momente, die uns so ein Spiel kosten. Ich denke schon, dass wir auch da eine Verpflichtung haben, die Jungs aufzurichten. Aber trotzdem sind sie alle Profifußballer oder wollen Profifußballer werden. Und dementsprechend sind sie auch gefordert, da eine Reaktion in der Trainingswoche und im nächsten Spiel zu zeigen. Auf diese darf man dann gespannt sein am nächsten Wochenende, wenn es zur VSG Alt Glienicke geht.